Ja, Bakterien und Viren sind eben verantwortlich für Infektionen. Bakterien und Viren werden von Mensch zu Mensch übertragen auf dem ganz normalen Wege eines Kontaktes. Das kann sein Küssen, gefährliche Situation. Das kann sein Händeschütteln, das können sein Umarmungen. Also die Hauptübertragung findet von Mensch zu Mensch statt. Nun ja, warum desinfizieren wir denn dann eigentlich Türklinken? Weil wir mit den Händen dort anfassen und dann wieder zum nächsten Menschen gehen. Patienten machen sich zu Recht Sorgen, bevor sie ins Krankenhaus kommen oder wenn sie vielleicht dann im Krankenhaus sind, dass sie eine Infektion erleiden können. Diese Sorge ist nicht unbegründet, aber es gibt gute Maßnahmen, dieses zu verhindern. Nun, die Hygiene setzen wir um, indem wir Desinfektionsmaßnahmen durchführen, indem wir Sterilisationsmaßnahmen durchführen. Desinfektion ist das Abtöten von Krankheitserregern. Das machen wir in Form von Desinfektionslösungen, also das heißt, es wird mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tuch über Flächen und Oberflächen gewischt. Wir führen die Desinfektion auch beim Patienten durch, vor der Operation, und die tötet dann die dort möglicherweise gefährlichen Erreger ab. Bei der Sterilisation werden am Patienten zum Einsatz gekommene Instrumente gereinigt und von Bakterien befreit, beziehungsweise die Bakterien und Viren, die drauf sind, die werden dort inaktiviert. Bei 134 Grad über 3 Minuten, praktisch wie in einem Backofen, werden dort die Instrumente hineingegeben und da werden eben alle Viren und Bakterien abgetötet. Ganz wesentlicher Punkt sind entsprechende Arbeitsweisen des medizinischen Personals. Das gilt für Ärzte und für Schwestern, dass man sich zum Beispiel einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt bei bestimmten Tätigkeiten, dass man einen Handschuh trägt, dass man einen zusätzlichen Schutzkittel noch über dem Dienstkittel trägt, um hier eine sichere Barriere zwischen den Bakterien und dem Patienten aufzustellen. Vivantes führt 40 Schulungen pro Jahr in allen Häusern durch, nur zur Hygiene. Und wir haben auch einen Hygieneplan bei Vivantes. Dieser Hygieneplan ist eine feste Dienstanweisung und muss von allen Mitarbeitern eingehalten werden. Das heißt, wir ziehen alle Register in Sachen Hygiene, die wissenschaftlich bekannt und bewiesen sind, und sichern damit den Patienten vor Infektionen ab. Ja, die Hygiene ist das Fachgebiet, das mit einfachen Mitteln Hunderttausenden von Menschen das Leben retten kann, beziehungsweise ihnen die Gesundheit erhalten kann. Denn wenn wir Bakterien und Viren vernichten können, die sonst in den Körper des Menschen Eingang finden, verhindern wir Infektionen. Denken Sie nur an Pocken, an Poliomyelitis. Viele Krankheiten, die damals halb Europa ausgerottet haben, gibt es nicht mehr. Und das ist ein Ergebnis guter Hygiene. Das Hygieneinstitut setzt verbindliche Standards für alle Mitarbeiter. Der Patient, der zu Vivantes kommt, kann sich darauf verlassen, dass hier die Hygienemaßnahmen nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse umgesetzt werden und dass er hier einen sehr hohen Schutz vor Infektionen hat, was eben Teil der Patientensicherheit ist.